Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Referierende, herzlich willkommen beim zweiten Purpose Summit der Peter Drucker Society auf Mannheim. Und in dieser Woche werden wir mit Ihnen über die neuen Realitäten diskutieren, mit denen sich die Wirtschaft, Organisationen und ihr Management auseinandersetzen müssen derzeit. Wir begrüßen zunächst unseren Finanzminister Dr. Daniel Bayers und die Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Mannheim, Frau Isabel Kadematori, die beide gleich noch ein Grußwort sprechen. Dann begrüßen wir unsere im Lauf der Tagung, nicht jetzt heute Morgen, noch nicht alle, aber knapp 300 Gäste, das könnten sogar auch noch ein bisschen mehr werden. Die Führungsnachwuchskräfte und die Vorstände großer Organisationen und Gründerinnen und Gründer von Startups. Sie begrüßen unsere Gäste aus Deutschland, aber auch aus Europa und Ostasien, zumindest am Freitag dann Ende der Woche, sowie einige Einzelne aus USA und aus Indien. Und dann begrüßen wir natürlich unsere fast 50 Referierenden, ohne die dieser Summit nicht stattfinden könnte. Mit großer Freude darf ich Ihnen 18 spannende Foren, Workshops und Podiumsdiskussionen ankündigen, die sich in den letzten 18 Monaten aus den vielen Peter Drucker Roundtables herauskristallisiert haben, die wir zu verschiedenen Themen auch durch Anregungen der Gäste und unseres Netzwerks angeboten haben, seit den Zeiten der Pandemie und nach unserem Summit vom Februar letzten Jahres noch damals in Mannheim offline. Ja, der erste Schwerpunkt unseres Summits jetzt dieser Woche ist der Klimawandel. Und wir sind überzeugt, dass der Klimawandel bewältigt werden kann. Dieses Thema zieht sich durch die gesamte Woche hindurch. Wir werden fast jeden Tag über dieses Thema diskutieren. Ein zweiter Schwerpunkt ist das Thema Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Digitalisierung. Die Unternehmen hierzulande haben das Potenzial, weiterhin an der Spitze zu bleiben und die Herausforderungen bleiben allerdings groß in diesem Kontext. Der dritte Schwerpunkt ist das Thema Globalisierung bzw. Deglobalisierung. Welche neue Realitäten ergeben sich hier? Nicht zuletzt ein Herzensanliegen von Peter Drucker, die gesellschaftliche Verantwortung von eben Unternehmen und ihrem Management. Manche liberalen Demokratien sind derzeit an einem Kipppunkt, an einem Tipping Point angelangt. Und die liberale Demokratie muss verteidigt werden, auch in den Unternehmen und auch unter der Beteiligung des Managements. Ja, also Peter Drucker hat 1989 ein Buch veröffentlicht, mit dem Titel Die neuen Realitäten zu Ende des Kalten Kriegs. Und heute stehen wir vor ähnlichen, vielleicht sogar vor größeren Herausforderungen. Peter Drucker war der Überzeugung, dass nur in einer Gesamtschau politischer, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und intellektueller Bewegungen und Tendenzen der Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit liegt. Der Schwerpunkt des Summits 2021 jetzt diese Woche liegt nicht darin, Zitat, was morgen zu tun ist. Er liegt vielmehr darin, was heute im Nachsinnen über das Morgen zu tun ist. Ja, was ist also heute im Nachsinnen über das Morgen zu tun, wenn wir das Zitat von Drucker hier jetzt in dieser Woche uns vornehmen? Dann zu unseren vier Schwerpunktthemen. Wie erwähnt, haben wir 18 Foren vorbereitet. Zu jedem Schwerpunktthema möchte ich Ihnen jetzt nur beispielhaft ein bis zwei vorstellen. Wir werden jetzt hier bei der Begrüßung nicht alle durchgehen. Am Mittwochabend hält der Vorstandsvorsitzende der BASF, Dr. Martin Brudermüller, seine Keynote zum Thema Klimawandel und wie es in der Chemieindustrie möglich sein wird, klimaneutral zu produzieren. Beim Schwerpunkt Innovation, Wettbewerbsfähigkeit, Digitalisierung wird heute Nachmittag Dr. Uwe Kirschner und Dr. Ann-Kathrin Leiting von Bosch die Erfolgsfaktoren von Innovatoren in Zeiten der Transformation vorstellen. Gerade Bosch steht ja seit einiger Zeit vor großen Herausforderungen, weil ungefähr die Hälfte des Umsatzes an den Produkten des Verbrennungsmotors hängt. Insofern aus die Transformation bei Bosch hier ein
herausragendes, aktuelles Beispiel. Und Frau Leiting und Herr Kirschner werden uns dazu anführen. Dienstagnachmittag zum gleichen Thema, aber auch mit einem anderen Organisationsbereich, nämlich die öffentliche Verwaltung, bieten wir ein Forum mit Bürgermeister Ulrich Hörnicke aus Leipzig an und der Kommunalen KGST, der Kommunalen Gemeinschaftsstelle, werden wir diskutieren, wie die Verwaltung konsequent an ihren gesellschaftlichen Aufgaben reorganisiert und digitalisiert werden kann. Für eine Exportnation wie Deutschland mit seinem starken Mittelstand ist die Welt der Wirtschaft in einer hier alles andere in einem stabilen Zustand derzeit. Mit dem Hidden Champions-Experten Professor Hermann Simon und fünf Gästen aus und Speakern aus Ostasien diskutieren wir, was die Exportländer Deutschland, Südkorea und Japan, auf was auf sie zukommt und wie sie im chinesischen Jahrhundert, so der Buchtitel, ein Teil des Buchtitels von Hermann Simon gerade veröffentlicht, zukunftsfähig bleiben. Auch die zweite Keynote am Freitag geht teilweise um das Thema Globalisierung und auch eben um die gesellschaftlichen Entwicklungen. Der Vortrag, die Keynote von Dr. Adrian Wooldridge, verspricht sehr spannend zu werden. Adrian Wooldridge ist Political Editor des Londoner Economist und diskutiert mit uns das Thema Leistungsgesellschaft und internationaler Wettbewerb. Auf Englisch, how meritocracy made the modern business world and how the revolt against meritocracy will unmake it. Die beiden Vorträge am Freitagvormittag um 8, 8.45 Uhr und der Vortrag mit Adrian Wooldridge um 13 Uhr sind auf Englisch. Dazwischen ist noch eine Stunde wiederum ein deutscher Workshop im Anklang an die Hidden Champions Keynote und Diskussion. Zu unserem vierten Schwerpunkt, gesellschaftliche Verantwortung am Donnerstag. Vielleicht hier ein kurzes Zitat von Drucker über die neuen Realitäten. Gesellschaftspolitische Innovationen sind genauso unternehmerisch und genauso wichtig. Die gesellschaftlichen Innovationen der industriellen Revolution haben große Wirkungen gezeigt. Ähnlich wird auch unsere heutige Zeit, also 1989, mit der Betonung unternehmerischen Denkens und Handelns wegen ihrer gesellschaftlichen Innovationen und hier besonders wegen der Innovation in Politik, Staat, Bildungswesen und Volkswirtschaft genauso viel Bedeutung erlangen wie wegen ihrer neuen Technologie oder materiellen Erzeugnisse. Also Sie sehen hier, Drucker war immer ein Management-, Organisations- und Wirtschaftswissenschaftler, der sich mit der gesellschaftlichen Verantwortung auseinandergesetzt hat. Und dazu haben wir dann ganz kurz erwähnt drei noch Themen am Donnerstag, ab Donnerstagnachmittag um 15.30 Uhr. Da spricht zunächst, hält zunächst Thomas Sattelberger, der innovationspolitische und bildungs- und forschungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, eine Keynote zum Thema mit der These, soziale und technologische Transformation sind Zwillinge. Er plädiert für eine neue Gründungskultur und für eine humane Marktwirtschaft in digitalen Zeiten. Und dabei sind in dieser Runde noch drei Startups dabei, die zu dieser neuen Gründungskultur auch zählen, hier aus Deutschland. Zum Thema Verantwortungseigentum haben wir dann kurz danach ein weiteres gesellschaftliches Thema, Verantwortungseigentum als Lösung für sinnorientiertes Unternehmertum. Hier diskutieren wir mit der Purpose-Stiftung und weiteren Speakern. Und nicht zuletzt am Donnerstagabend dann mit Benjamin Lepple und Heinrich Strössenreuter geht es um den Erhalt der liberalen Demokratie und ihrer Erneuerung. Ja, also das heißt, am Freitagabend dieser Woche wollen wir also einige Erkenntnisse gewonnen haben, was aktuell in Wirtschaft und Organisation zu tun ist. So, jetzt würden wir gerne Ihnen das Grußwort von unserem baden-württembergischen Finanzminister Dr. Daniel Bayers Ihnen vorstellen. Leider konnte er jetzt doch nicht live dabei sein, aber er hat uns ein Video vorbereitet und das wir Ihnen jetzt einspielen. Professor Weber, lieber Herr Doppler, lieber Herr Dr. Stark, sehr geehrte Damen und Herren,
Kernkompetenz. Das ist ein Begriff, den wir häufig gebrauchen und der mittlerweile normaler Sprachgebrauch ist. Und zurück geht er auf Peter Drucker. Wie so vieles. Wie so vieles, wenn man sich mit Management und mit Führung beschäftigt, da kommt man an Peter Drucker eigentlich gar nicht vorbei. Auch heute, 16 Jahre nach seinem Tod. Und mein persönlicher Zugang zu ihm ist der Wert, dem er Innovationen beimisst. Innovationen sind für ihn der Schlüssel zum Erfolg von Unternehmen. Und auch als Landesfinanzminister von Baden-Württemberg sage ich, Innovationen sind auch der Schlüssel zum Erfolg von Baden-Württemberg. Wir sind kein Land, das reich an Rohstoffen ist oder an Bodenschätzen. Unsere Rohstoffe, das sind kluge Köpfe, das sind unsere Ideen und das macht Baden-Württemberg stark und das macht es irgendwie auch besonders. Wir geben so viel Geld für Forschung und Entwicklung aus wie kein anderes Bundesland. Und wir, das heißt Unternehmen und der Staat, also das Land zusammen. Ein gutes Zusammenspiel ist dabei von großer Bedeutung. Und meine Aufgabe als Politiker ist es dabei, einen klugen Rahmen zu setzen. Einen Rahmen, der Innovationen anreizt und jungen Gründerinnen und Gründern die Möglichkeiten gibt, ihre Ideen, ihre Visionen auch umzusetzen. Denn nur durch kluge Ideen und Innovation wird es uns gelingen, Antworten auf die großen Fragen des 21. Jahrhunderts zu finden. Insbesondere für die zwei Megathemen Klimaschutz und Digitalisierung. Als Finanzminister ist es mein Job, die Staatskasse zu hüten. Hüten heißt aber nicht immer, die Kasse nur geschlossen zu halten. Wenn es um Investitionen in nachhaltige Zukunftsprojekte oder die ökologische Transformation unserer Wirtschaft geht, dann öffne ich das Kästle des Landes sehr gerne. Ebenso, wenn es um die Digitalisierung geht, da müssen auch wir in der Verwaltung bei uns besser werden. Wir sind dabei, die Steuer- und die Finanzverwaltung zu digitalisieren, sie agiler und bürgernäher zu gestalten. Und ich finde, das ist ganz elementar für die Zukunftsfähigkeit unserer Verwaltung und unserer Gesellschaft insgesamt. Und genau das wird ja auch Thema Ihrer Tagung heute sein. Es geht nicht nur darum, dass man die richtigen Dinge tut, sondern man muss die Dinge auch richtig tun. Sie kennen das Zitat von Peter Drucker, es ist zeitlos und es gilt für die Politik wie für die Wirtschaft gleichermaßen. Und nun, meine sehr geehrten Damen und Herren, wünsche ich Ihnen eine gute Tagung. Liebe Grüße aus Stuttgart. Ja, das war unser Finanzminister. Herzlichen Dank für die wunderbaren Worte, die er mit großer Kenntnis über Peter Drucker und die Themen der Innovation in Wirtschaft und auch Verwaltung uns vorangestellt hat bei unserer Tagung. Ja, als zweites Grußwort darf ich nun Frau Isabel Cademartori begrüßen, die erstmal eine große herzliche Gratulation an Sie. Sie haben vor etwa 6 Wochen das Direktmandat in Mannheim als Bundestagsabgeordnete gewonnen, bekommen. Und von daher sind wir sehr froh, auch Sie als Mannheimer Bundestagsabgeordnete mit Ihrem Grußwort hier begrüßen zu dürfen und freuen uns auf Ihre einleitenden Worte zu Ihrer Tagung. Herzlichen Dank an Frau Cademartori. Vielen Dank, Professor Weber. Ich hoffe, Sie können mich alle gut verstehen. Ja. Professor Weber, sehr verehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie auf mich zugekommen sind, kurz nach meiner Wahl, um mir die Gelegenheit zu geben, Sie hier zu begrüßen. Ich bin noch ein bisschen in der Organisationsphase und deshalb von zu Hause heute zugeschaltet, habe noch kein Büro und es ist alles noch sehr am Anfang. Umso mehr freue ich mich über die Gelegenheit, hier auf diesem Wege auch noch mal ein paar Worte an Sie richten zu können. Ich bin ja selbst Betriebswirtin auch der Uni Mannheim wohlgemerkt und habe dann in Vorbereitung mal ein bisschen mich versucht zurückzuerinnern und zurückzukramen in meine Management-Einführungsvorlesung, um mich noch mal mit Peter Drucker zu beschäftigen, der natürlich Teil einer jeden modernen Betriebswirtschaftsausbildung mittlerweile ist. Und habe da einiges wieder entdeckt oder mich erinnert, was mir durchaus aus meiner Ausbildung noch bekannt ist. Er ist ja einer der Vordenker des modernen Managements und eine der Gedanken, die, finde ich, für mich vor allem als Sozialdemokratin herausstechen, ist, dass er betont, dass jede Organisation auch die Pflicht hat, Nutzen zu stiften über den Profit, den sie erwirtschaftet, hinaus, und dass der Profit eben nicht der Sinn oder der Purpose, so wie es heute dieser Summit auch heißt, des Unternehmens ist, sondern eine notwendige Bedingung, um diesen Nutzen zu stiften. Und ich denke, das ist etwas,
Es ist eine Frage, mit der sich auch viele Unternehmen, aber auch viele Menschen heutzutage beschäftigen, die tagtäglich viele Stunden in Organisationen und Unternehmen arbeiten, welchen Nutzen sie eigentlich stiften damit, mit ihrer Arbeit für die Gesellschaft und für die Bewältigung der gesellschaftlichen Herausforderungen. Ein weiterer Aspekt, den er betont hat, der mich natürlich sehr angesprochen hat, ist der Respekt vor den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern als die zentrale Ressource eines jedes Unternehmens. Und das ist etwas, was uns, glaube ich, in den nächsten Jahren und auch aktuell noch sehr stark beschäftigen wird. Ich habe im Wahlkampf eigentlich überall das Thema Fachkräftemangel mitgenommen. Und ich befürchte, dass es eines der größten Hindernisse oder ja, zu bewältigenden Herausforderungen sein wird auf dem Weg zu den ganzen Themen, die wir jetzt bearbeiten müssen. Und deswegen kann man sich gar nicht genug mit gutem Management und guter Organisation beschäftigen. Die Notwendigkeit von Gemeinschaft und Engagement in der Gesellschaft, um auch seinen eigenen Beitrag und Wert zu erkennen und zu spüren, war etwas, was er sehr stark betont hat. Und ein Schwerpunkt seiner Arbeit war ja auch die Beratung von Non-Profit-Organisationen oder so, den sogenannten dritten Sektor, den wir ja gerade in dieser Corona-Pandemie als so zentralen Akteur in unserer Gesellschaft nochmal ganz, ganz stark wahrgenommen haben. Vor uns stehen ganz große Herausforderungen, die man vielleicht mit diesen drei Ds ganz gut charakterisieren kann: Dekarbonisierung, Digitalisierung und Demografie. Und es überrascht mich deswegen auch nicht, dass das eben auch die Themen sind, mit denen Sie sich in den nächsten Tagen beschäftigen werden. Es sind natürlich inhaltliche Herausforderungen, die fachliche Antworten brauchen, aber es sind eben auch Management-Herausforderungen, Organisationen-Herausforderungen. Und jemand hat mir mal gesagt, Politik ist Organisation, Organisation ist Politik. Und das habe ich in den letzten Monaten auch sehr stark gemerkt. Gerade diese Herausforderung, die zunehmende Vielfalt der Menschen, mit denen wir auch arbeiten müssen, um sie zu bewältigen, der Themen und der Formate, in denen wir das tun, zum Beispiel heute hier digital, verlangt auch von Führungskräften enorme Flexibilität. Ich glaube, junge Menschen können diese Anforderungen gerecht werden, aber das erfordert auch von uns, uns ständig weiterzubilden und zu informieren und anzupassen. Gerade junge Menschen fordern ja aktuell mit großer Macht Veränderung und werden auch bald in die Situation kommen oder sind es schon, diese Veränderungen nicht nur zu fordern, sondern auch umzusetzen und zu steuern. Sie haben ja auch bestimmt mitbekommen, dass der Bundestag der neu gewählte der jüngste der Geschichte ist und auch der vielfältigste der Geschichte. Allein in meiner Fraktion sind ein Viertel der Abgeordneten, ich inklusive, unter 35. Und dann will ich mein Grußwort schließen mit einem Zitat nicht von Peter Drucker, sondern aus Spider-Man. Aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Deswegen haben wir jetzt diese große Verantwortung, diesen Wandel zu gestalten. Und solche Formate wie heute und Tagungen helfen uns dabei, uns fit zu machen und die Erfahrungen mit denjenigen auszutauschen, die viel Wissen mitbringen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Sie das auch umsetzen konnten unter diesen schwierigen Bedingungen und wünsche Ihnen ganz großen Erfolg. Ja, vielen herzlichen Dank an Frau Cademartori für Ihre Wünsche und Ihr wunderbares Grußwort. Auch Ihnen wünschen wir viel Erfolg bei ja, dem jüngsten und diversesten Bundestag unserer Geschichte. Und von daher passt es sehr gut zu den Zeiten der Transformation, dass wir mit Ihnen da gemeinsam am Anfang unserer Tagung Akzente setzen konnten und uns gemeinsam in dieser Reise, in dieser Woche miteinander auf den Weg begeben können, den Sie und den ich gerade eben skizziert habe. Okay, jetzt genug der Worte, jetzt geht es zu den Taten, zu dem, was zu tun ist. Und insofern würde ich jetzt gleich an Hermann Doppler übergeben, der Ihnen noch einige organisatorische Punkte klarstellen wird, wie die Fragen des Logins laufen, wie die Möglichkeiten des Vernetzens während unserer Tagung, welche Möglichkeiten wir Ihnen da anbieten. Und natürlich auch noch, den Punkt würde er noch mal kurz erläutern, dass diejenigen, die jetzt bei der Begrüßung oder auch bei einzelnen Punkten und Foren von der ganzen Woche
nicht immer dabei sein werden, dass es da eben durch die Aufzeichnungen aller Foren die Möglichkeit gibt, es auch im Nachklang nochmal sich anzuschauen und mit uns darüber auch mittelfristig und in den nächsten Roundtables, die wir immer regelmäßig anbieten, weiter zu diskutieren, auch wenn sie jetzt in dieser Woche nicht bei jedem Programmpunkt dabei sein konnten. Also wir bleiben an dem Thema dran, an den 4 Schwerpunkten und weiteren, die da noch kommen, dran. Und von daher freuen wir uns mit Ihnen auf diese Woche und freuen uns auf diese Ergebnisse am Freitagabend, was wir da zusammentragen können aus den einzelnen Foren